Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spec Ops The Line. So, wir müssen zum Funkturm vordringen. Über die Dächer, keine Ahnung, wie wir dorthin gelangen werden. Mal sehen. Ich lasse mich mal hier fallen. Ja. Und ich habe mal wieder gar keine, also fast keine Munition. Klingt nach Scharfschütze. Was du nicht sagst. Nah dem Sound nach. Seid vorsichtig. Was gibt's? Schon wieder Unruhen. Die scheiß Zivilisten drehen durch. Okay. Genau wie beim allerersten Sturm. Alles für die Katz. Wo sind die denn? Wozu denn? Wird ja keiner mehr übrig sein. Mann, bist du scheiße drauf heute. Eine Zigarette. Hat Crosby heute... Rauchen ist ungesund, ja, Junge. Wachdienst auf zwei. Sag dem Arsch, ich will sofort meine Fluppen haben. Sonst Shepherds. Wenn's dich beruhigt, kein Thema. Wir haben uns noch nicht entdeckt. Schalldämpfer? Hab ich doch schon. Los, komm mit, Lugo. So. Ruhe im Karton. Oh, da ist noch einer. Na, verdammt. Ja, wegen euch, ihr Idioten. Ihr müsst entschuldigen, hier sieht furchtbar aus. Als wäre ein Sturm hier durchgefegt. Das ist kein Freundschaftsbesuch. Meinst du, ich hab Angst vor euch? Ich sag dir, was kommt. Nicht ich hab euch am Hals, sondern ihr mich. Alter, wie ich meine Leute hier hasse. Muss nachladen, geht mit Deckung! Schaut, wo seid ihr denn, ihr verdammten Penner? Wo steckt ihr mal wieder? Schaut euch diesen Typen an. Naja, sei es drum. Nehmen wir mal die Granaten hier mit. Hab das Schwein! Puh, Mann, der kann aber genau schießen. So, der ist die Schichte. Sind unterwegs! Den Flur runter, los! Hey, coole Musik, oder? Jetzt brecht er auch noch vor, meine Güte. Tango erledigt! Vorsicht! Da war noch einer, da war noch einer. Oh. Oh, da kommen Tangos. Gegner ist ausgeschaltet. Na, ja, das ist ja meiner. Haltet sie mir kurz vom Leib! Tja, darauf kannst du lange warten hier, Junge. So, schon wieder mal keine Munition. Komm, geh in Deckung. So. Weitere Scharfschützen vis-à-vis. Wir müssen Wildschutz, geht gar nichts. Ja, wohin denn? Die verdammten Scharfschützen aus. Okay, da sind Scharfschützen, oder was? Na, treffe ich von hier? Nope. Tja, das war aber dämlich. Oh, verdammt, weg. Ich suche mir mal ein Scharfschützengewehr. Wenn ich mal hier eins finden sollte. Wovon man ja irgendwie ausgehen kann. Ich schau mal hier in den Ecken. Na, hier muss doch ein Scharfschützen. Oh Mann. Obwohl, ich habe doch Lugo. Ich könnte den jetzt eigentlich theoretisch gesehen. Ah, da ist schon einer. Den befehligen, dass er irgendwie die Scharfschützen ausschaltet, aber. So, hier ist die Schichte. Da ist auch noch mal einer. So, Junge, geh mal in Deckung her.
Ich hab dich gesehen. So, war's das jetzt? Nein. Ja, ja, so ein Laservisier ist schon scheiße, ne? Wir können los. Ja, dank wem? Ihr Waschlappen. So, haben wir hier alles? Mann, hier liegen aber viele Scharfschützen-Dinger rum. So, endlich haben wir mal auch ein bisschen Munition. So, jetzt kannst du weitergehen hier. Das ist ein Fehler, Walker. Sie kriegen diese Menschen nie durch die Sturmwand. Ich muss es versuchen, Colonel. Ist der einzige Weg. Dann reißen sie alle ins Verderben. Oh, Scheiße. Walker! Was machst du? Adams? Das kannst du nicht machen! Stopp! Ja! Walker! Nicht! Alter, was war denn das jetzt? Oh Gott, was hast du getan, Walker? Ich hab nicht aufgepasst. Da wollte mich erschießen. Kann passieren. Na komm. Was ist denn jetzt, Alter? Bisher haben wir 200 Menschen ermordet. Oder irgendwie durch Notwehr. Und jetzt tun sie einen so, was ist mit dir los? Warum hast du ihn denn umgebracht? Da wollte mich erschießen. Achtet mal bitte darauf, spurt mal ein bisschen zurück. Der wollte seine Waffe ziehen und mich erschießen. Was hätte ich da tun sollen? Ja, ja, ich bin hier auch nur am Rumjammern. Schau mal, was es hier alles so gibt. Geheime Infos, die höre ich mir aber nicht an. Obwohl, ich habe lange nicht mehr jetzt da reingehört. Was soll's? Also, ich höre ja, was ihr treibt. Und da muss ich mich schon fragen. Wer schlägt diesen Menschen den Kopf ein? Mit einer Knarre noch dazu. Wie unnötig und unpraktisch. Lach nur, solange du noch kannst. Von mir aus, Gau? Verdammt. Mein Kaugummi verschluckt. Ist das ein Idiot, ey. Echt. Ja, hier, dem Captain geht's auch nicht mehr so ganz gut. Ich glaube, der kriegt auch ein Rad ab. Und keine Ahnung, ich habe ihn kein einziges Mal Wasser trinken sehen, seitdem ich hier angefangen habe mit dem Spiel. Ja, kein Wunder, hier in der Wüste ohne Wasser. Unser Hochhaus. Okay. Viele Gegner da auf dem Dach. Weiß nicht, ich sehe nichts. Ja, und wenn, ratet mal, wer sie alle erschießen muss. Shit, die müssen weg, bevor wir rüber können. Kein Problem. Adams, du ortest sie. Lugo und ich schießen sie ab. Astreiner Plan. Such dir einen aus, Captain. Ich nehme den anderen. Warte, ich muss mal hier erstmal in Deckung gehen. Ich warte auf dich, Captain. Nimm du den? Na, nimm ihn doch. Verstanden. Schalte ihn aus. Das werde ich mal sehen. Aufpassen. Ah, verdammt. Lade nach! MG, rechts! Wir haben Bewegung! Vorsicht! Das war ein Headshot. Oh, die Deckung bröckelt hier, verdammt! Halt erledigt! Fuck! RPG bei der Tanzfläche! MG, schieß dich halt los! Ich werde beschossen! Scheiße, tut doch was! Wo ist er denn? Ach, da! So. Und bleib liegen, verdammt! Tschuh, das war aber knapp. Scheiße, so viel zu meiner Fantasy-Football-Liga. MG! Er hatte Frau und Kinder. Denkt denn niemand an die Kinder? Alter, was ist das hier für eine komische Scheiße am Laufen? Macht aber alles wieder sauber, ja? Oh. Ah,
Kerl von den Wichsern erwischt. Eine Wassermelone, nachdem Gallagher sie in die Finger gekriegt hat. Ah, so komisch, der Mann. Oh Mann, woher kommt nur all die Gewalt, Leute? Liegt's an den Videospielen? Jede Wette, die sind schuld. Okay, irgendwie gefällt er mir. Diese Munition, ach, ist schon voll. Alter, du Penner, du hast mich sowas von erschreckt. Der hat mir voll den Tritt mitgegeben, habt ihr das gesehen? Ja, ja, vom wegen Spec Ops hier. So, kommt mit, ihr Waschlappen. Die Zeit drängt, Gentlemen. Conrads Verstärkung ist wahrscheinlich schon unterwegs. Dein Auftritt, Lugo. Der Sender muss in 0, nichts laufen. Klar? Nur keine Sorge, ich verstehe mein Handwerk. Ja. Kannst du mir nicht erzählen, Lugo. Okay, was ist das hier für eine fisodelische Scheiße jetzt schon wieder? Echt? Schau mal ganz kurz hier. Geheiminfos. Mann, sieht das krass aus, oder? Ist das Nemo? Nö. Dachte schon. So, kommt mit. Da ist der Typ. Hey, Jungs! Der ist doch nicht echt. Ich meine... Die Uhr läuft, Lugo. Bin dabei. Ist ein Spezialteil. Kann Weilchen dauern. Was ist das? Sind das Stimmen? Ganz ruhig, G.I. Joe. Ist nur ein Wolkenech. Wir hören das hier andauernd. Ein was? Ein Signal, das von der Sturmwand abprallt. Hey! Hört euch den Streber an! Ja, steht so im Lehrbuch. Sie haben dieses ganze Sendersystem aus Ersatzteilen zusammengeschraubt. Beeindruckend. Ach, naja. Also, das haben jetzt Sie gesagt. Ich sehe, Sie haben den Sender verstärkt. Aber wie weit reicht das Ding wirklich? Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter! Oder bis zur Sturmwand. Ist dasselbe. Bullshit. Oh, ihr Kleingläubigen. Sie sind live und auf Sendung, mein guter Mann. Sagen Sie was. Wow, das ging leichter als erwartet. Danke. Was machst du, Mann? Hast du den Verstand verloren? Bist du wirklich so scheiß naiv? Wegen ihm hatten wir ständig die 33. am Arsch. Der hätte uns nicht einfach abziehen lassen. Ich hab getan, was nötig war. Das hast nicht du zu entscheiden. Leck mich. Ich hab's getan. Schluss jetzt. Wir klären das später. An alle, die mich hören, ich bin der Commander der US-Evakuierungskräfte. Wir sind hier, um sie zu retten. Aber zuerst wird die 33. für ihre Taten bezahlen. Sie enttäuschen mich, Walker. Sehen Sie nicht? Niemand verlässt Dubai. Ich hab's versucht. 1300 Männer, Frauen und Kinder tot. Wenn Sie nicht aus meinen Fehlern lernen wollen, kann ich absolut nichts mehr tun. Ihr Blutzoll ist hoch genug. Leben Sie wohl. Scheiße! In Deckung! So viel zur Evakuierung. Und jetzt? Verdammt! Wir kommen nur mit dem Heli hier raus. Aber wir müssen an einer Menge Kanonen vorbei. Ins Hochhaus! Los! Ihr zwei geht, ich gebe euch Deckung. Vergiss es! Keine Widerrede jetzt, haut ab! Er hat recht. Los, komm! Erreiche den Heli. Sobald wir beim Heli sind, rennst du los! Alter, was für eine kranke Scheiße hier, echt. Los geht's. Bevor es aber losgeht, werde ich doch mal hier wieder einen Cut machen, Leute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schaltet definitiv im nächsten Part wieder mit rein. Macht es gut und bis dann. Ciao.